Hallo Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Duckys Dorfbewertungen, in dem es halt darum geht, dass ich eure Dörfer bewerte, so ein bisschen was dazu sage und euch hoffentlich ein paar wertvolle Tipps gebe. Eine kleine Information zu Anfang ab, und zwar werde ich jetzt nicht mehr die Clan-Namen nehmen. Also wenn ihr in die Kommentare schreibt, dass ihr bewertet werden wollt, dann bitte immer euren Clan-Kürzel mit dazu. Und zwar findet ihr Clan-Kürzel bei euch unter Clan. Und dann findet ihr hier den Clan-Kürzel. Der ist einmalig. Das heißt, diesen Code gibt es immer nur ein einziges Mal im gesamten Clash of Clans. Deswegen ist der für mich wichtiger. Damit ich sehe... damit ich halt nicht Ewigkeiten suchen muss. Der ist einzigartig. Das heißt, hinter jedem Kürzel versteckt sich immer ein einzigartiger Clan. Und deswegen kann ich dann halt leichter suchen. Und da würde ich euch bitten, das zu benutzen. Ansonsten werde ich euch natürlich nicht bewerten, wenn ihr das euch nicht postet. Und ich finde schon wieder zum Kotzen, dass ich nichts kopieren kann. Zum Kotzen. Ach, muss ich das alles selber abschreiben, weil es sind sehr, sehr, teilweise echt so schlimme Codes, aber geht. Rebel Army, das könnte durchaus der gewesen sein. Und der Steini291, ich finde diesen Code, hätte man eigentlich schon viel früher machen müssen, meiner Meinung nach. Aber okay, besser später als nie, ne, wa? Der Steini291 möchte drankommen. Für Level 70 finde ich etwas wenig gefarmt. Da wirst du wahrscheinlich eine ganze... Oh ja, aber schon 18.000 dunkles Elixier, sicherlich. Du wirst höchstwahrscheinlich von deinen Sammlern leben, weil deine ganzen... deine ganzen Truppen sind schon so weit ausgebildet, dass es eigentlich mit den Ressourcen nicht möglich... Zumindest mit den 20 Millionen Elixier nicht möglich wäre, die alle zu upgraden. Das glaube ich nämlich nicht. Okay, er hat sogar schon Sprungzauber, also Rats Level 9 wird er haben. Und dann schauen wir uns ihn doch gleich mal an. Gut, dann, ja, ihr seht schon, das ist so ein kleiner Rusher, so ein Rathaus-Rusher. Und ihr seht auch hier, er hat Bauten am Schlafen, alle drei, die sind am Schlafen, weil er nicht farmt. Deswegen hat er auch nie Ressourcen, hier irgendwas auszubauen, was ich natürlich sehr, sehr traurig finde eigentlich. Ach, Leute, warum farmt ihr nicht? Ich verstehe es. Die Farm macht doch so unglaublich viel Spaß. Ich kann nicht verstehen, warum man sich sowas entgehen lassen möchte. Ja, die ganzen Mauern noch Level 6, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, bevor du irgendwas weiter mit dem Rathaus machst, upgrade die Mauern. Mindestens Level 7 sollte schon drin sein, zumal die Kristalle einfach wesentlich geiler aussehen, als diese kleinen pinken, hässlichen Kackkristalle da. Deine Kasernen, ich bin eigentlich immer so ein Freund davon, alle Kasernen auf 10 zu haben. Ich kann es dir nur empfehlen. Natürlich sind die Kasernen auf 10 nur nützlich, wenn man farmt, weil wenn man es nicht macht, dann braucht man auch die Slots nicht. Hm, der dunkle Bohrer, hier werden wahrscheinlich die Teslas drinstehen. Oder hier und weiß ich gar nicht, woanders noch vielleicht. Ja, so deine Magetürme beschützen zumindest schon mal die Lager alle. Oh, er hat schon vier Lager von beidem. Auch Radstufe neu kriegt man anscheinend nochmal jeweils ein Lager dazu. Er hat schon zwei X-Bögen hier rumstehen. Beide auf Bodenabwehrstellung. Genau. Auf Level 1 erstmal. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hätte man irgendwie... den X-Bogen, den anderen X-Bogen hier hinterstellen können. Dann könnte man zumindest hier immer diese untersten Dinge da verteidigen, hier oben auch noch. Aber gut, kannst du auch so lassen. Ich glaube, das macht keinen wirklichen Unterschied. Deine Luftabwehr solltest du noch verbessern. Vor allem, wenn der Klangkriege macht. Macht die Klangkriege? Ihr macht Klangkriege, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, deine Luftabwehr höher zu machen. Für gegnerische Heiler oder Drachen und so oder Lakaien, Ballons. Sollte es sich empfehlen, immer die Luftabwehr hochzumachen. Deine Queen steht auf Stufe 2, deine Barbanken Stufe, aber gerade mal Stufe 3. Du solltest den auf jeden Fall auch noch upgraden. Mindestens Level 5 sollten beide sein, wegen den Fähigkeiten. Und ja, wie gesagt, Luftabwehr upgraden. Hier hast du sogar noch zwei Level 1 Mauern. Ach, also wirklich. Ja, also ich kann dir wirklich nur empfehlen, erstmal allgemein alles zu upgraden. Ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus bei dir. Aber na gut, hast schon zwei X-Bögen, vielleicht bringt es dir was ja in der Verteidigung her. Bin ich aber irgendwie nicht so der Meinung. Aber okay. Gut, der nächste. Geht natürlich auch wieder nicht. Ach, ist das ätzend. Vielleicht auch wegen dem Leerzeichen da drin, ich weiß es nicht. Ich glaube, generell will er gerade nicht kopieren. So, Raute 8L9Y. 8PPJ war es gewesen. Und der Pescu, der hatte mich einmal in... sehr oft in den Kommentaren, obwohl, weiß, er hat kaum lange gewartet, also ich hatte ihn früher schon mal bewerten wollen, kam dann nicht an, weil er nicht in meinem Clan dran war und dann hat er geschrieben, ey, er will wieder bewertet werden. Das ist wieder so einer, weißt du, der meldet sich einfach überall und den interessiert es einfach gar nicht mehr. Na gut. Level 79.100 Hindernisse, okay, er hat schon eine ganze Menge abgebaut, da wird er schon eine ganze Weile spielen, hat fast 150 Sterne auf der Kampagnenkarte, hat sogar schon die Truppen für GoWiWi, coole Sache. Sein Barbankönig Stufe 5, seine Queen auf Stufe 2 und ansonsten die Upgrades ja so verteilt. Oh ja, Riesen Level 6 Bogenschützen
Level 6, Kobold Level 5. Also eine ganze Menge schon gut geupgradet, muss ich sagen. Dafür 90 Millionen Elixier. Na gut, ich glaube, das dürfte durchaus hinkommen. Je nachdem, wie seine anderen Upgrades und sowas alle sind. Seine Kasernen kosten ja jeweils 2 Millionen auf 10, aber ich glaube, wäre er nicht zerstört worden, dann hätte ich ihm auf jeden Fall jetzt eine Bewertung verpassen können. Ja, einfach warten. Du kommst dann irgendwann später nochmal dran. Jetzt habe ich so Angst gemacht, ist auch egal. Gut, zum nächsten, die sich dann nachträglich gemeldet haben, der Julius hat auch mir nochmal seinen Clan-Tag geschrieben, weil ich den anscheinend nicht gefunden hatte oder nicht mehr im Clan drin war. Ätzend. Das ist natürlich der Nachteil an den Codes. Die sind umständlich zu schreiben. So, 2UCGL, 2QC, okay. Und der Julius muss hier irgendwo drin sein. Hoffen wir mal. Irgendwie die letzten paar Tage hat er es erst geschrieben gehabt. Dann schauen wir nochmal den Clan-Kürzel nach. U2, 2UCGL. 2QC. Also, weißt du, selbst wenn ich jetzt den Dings habe, ist er nicht mehr drin. Tja, Julius, du bist schon wieder nicht drin. Wie beim letzten Mal auch, wen wundert's? Ja, wenn du, wie gesagt, bewertet werden willst, dann gerne nochmal in die Kommentare. Ansonsten, tja, Pech, ne? Gut, ich glaube, das war alles mit den Alten gewesen. Jetzt kommt wieder, ne, da war noch einer. Der Rattavan Junior. Wobei ich mir ziemlich sicher war, dass ich ihn schon mal bewertet hatte, aber, ne, oder er hat sich öfters mal gemeldet gehabt, weiß ich jetzt nicht. So, das müsste er sein. Ne, das war nicht gewesen. VOGLLV. Doch, habe ich eigentlich rauskopiert. Raute 98? VOGLLV. Vielleicht hat er das. Habe ich den 0 oder ein V geschrieben? Ich glaube, ich habe ein V0. Schauen wir einfach mal. Oh, habe ich gerade einfach ein falsch, dummerweise ein Dings geschrieben gehabt? VO. Na. Habe ich mir auch verschrieben gehabt. Nein, es gibt diesen Clan gar nicht mehr. Schade. Finde ich ein bisschen traurig, aber okay. Clan-Jumping-Fähigkeit habe ich ja schon von einigen mitbekommen. Na gut, dann fangen wir wieder mit den Leuten an, die kein Dings mehr geschrieben hatten. Noch zumindest kein Clan-Tag, weil sie sich früher gemeldet hatten. Aber ich denke mal, die meisten werden nicht allzu oft die Dörfer, kein allzu oft die Clans haben. Ich gucke einfach mal. Ja, Bruchtal war es gewesen, genau. Level 34, das heißt, oh, süßen Level 5 Rathaus, das freut mich ja wieder. Das finde ich mega putzig. Ja, viel hat er hier noch nicht an den Achievements, logisch, er ist noch recht am Anfang. Oh, ich finde so eine Surfer immer mega putzig. Ja, seine Elixier, aber gut, ist jetzt halt auch 1:44 Uhr in der Nacht, das heißt, er war seit 2 Stunden, ist normal. Ja, hier, Minenwerfer zumindest guckt schon mal über das komplette Dorf drüber. Hätte sogar noch den Halloween-Grabstein. Kriegt der 50.000 Elixier im Endeffekt gut geschrieben dadurch. Ja, seine Armeelager auf Level 5 gerade mal. Also Maximum für die Stufe, denke ich mal. Leider noch kein viertes. Ja, also man kann leider nicht viel zu sagen. Der Magenturm beschützt zumindest schon mal das Goldlager. Ich würde den Magenturm aber nicht so weit nach außen setzen. Ich hätte ihn woanders hingesetzt, wo er mit seiner Range vielleicht noch so gerade eben die Mauern verteidigen kann. Und dass er halt nicht so anfällig ist gegen Bogenschützen, weil, ja, wenn der weg ist, dann hat man schon mal den größten Feind eigentlich für Bartsch-Taktik ausgeräuchert. Gut, der Mörser ist jetzt Level 3. Könnten die Truppen trotzdem überleben. 3 Minen-Upgrade, der gerade hat 3 Bauhütten, coole Sache. Auf jeden Fall mega nice, dass du 3 Bauhütten hast. Ja, auf jeden Fall die Sammler upgraden, wie geht, wenn es geht. Genauso wie die Elixier-Sammler alles upgraden. Das bringt im Endeffekt bringt das wirklich unglaublich viel, wenn man alles mal gemaxt hat auf Stufe 11. Das sind richtig, richtig krass viele Ressourcen, die geben, die Minen und Sammler. Ja, ansonsten kann ich dir leider nicht viele Tipps geben. Vielleicht die Lager nicht ganz so weit nach draußen stellen. Aber okay, ich glaube, denke mal, viel kann man den Gegnern aktuell hier nicht entgegen setzen, die werden dann so oder so meistens überrollen. Deswegen einfach versuchen, dann alles zu upgraden, dann auf 6 zu kommen. Dann solltest du auch einen zweiten Magenturm haben. Und ein paar mehr Mauern und so weiter. Okay, wenigstens mal wieder einer mit einem Clan-Tag. Aber der sieht mir irgendwie ein bisschen zu kurz aus, der Clan-Tag. Aber schauen wir uns einfach mal an. Gup C8C. Und zwar ist da ein Ramborik drin. Da ist ja der Ramborik. Ach, finde ich toll mit den Clan-Kürzen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das erspart mir eine ganze Menge Zeit.
74 finde ich deine Ressourcen ein bisschen wenig geklaut. Das heißt, du bist nicht unbedingt anscheinend ein aktiver Farmer, hast aber schon unglaublich starke Truppen. Da frage ich mich, warum du die nicht nutzt zum Angreifen. Schade eigentlich. Weil da kann man mit. Oh, 150 Sterne schon fast. 137. Da kann man eigentlich so viel mitmachen. Und ich denke mal, wenn deine Ressourcen so aussehen. Ah, gut, dein Dorf ist schon gut ausgebaut mit komplett Level 7 Mauern. Das ist schon besser. Aber ist schon mal gut, trotz dass du so wenig gefarmt hast. Ja, was hat er hier überall zerstört? Elixiersammler, sein Armeelager hier, sein Elixiersammler, noch ein Armeelager, eine Bauhütte. Goldmine, Bogenschützenturm, Goldmine, Kanone. Und hier sein vierter Minenwerfer, den er gerade baut. Goldmine, verborgener Tesla, okay. Und hat sein Rathaus. Also, ja, hier wird auch nochmal eine Bauhütte sein, genau. Die andere verborgene Tesla wird. Ne, hier, wer hätte sie hier gestanden, dann wäre sie schon auch kaputt gewesen jetzt. Ja, auf jeden Fall, die Magier beschützen zumindest schon mal gut die Lager. Zwei beschützen sogar das dunkle Exil-Lager überschneidend. Die Luftabwehr, ja, ich finde, die steht ein bisschen zu weit auseinander, muss ich sagen. Also ich würde sie hier für den Clankrieg auch ein bisschen näher reinsetzen. Ehrlich gesagt würde ich sogar die Luftabwehr mit den Magiertürmen mal tauschen. Weil die Magiertürme sind hier auch noch sehr, sehr nützlich, weil sie auch hier deffen können. Und hier unten auch noch. Also hier wird wahrscheinlich ein Tellereisen und eine Riesenbombe und so weiter liegen in diesen ganzen kleinen, in diesen kleinen Durchgängen. Und die Magiertürme könnten da durchaus was tun und die Luftabwehr ist etwas enger zusammen, wesentlich effektiver. Weil sie so halt teilweise wirklich zweimal die gleiche Lufteinheit angreifen können. Und die halt dann doppelt so schnell down ist und so weiter. Also ich würde auf jeden Fall dir empfehlen, die mal zu tauschen. Probier es einfach erstmal. Du kannst natürlich auch ignorieren, was ich jetzt sage. Aber das würde ich zumindest machen. So, wenn ich das jetzt so anschaue. Zumindest deine Kanonen sind auch schon mal gut geupgradet. Kanone Level 10. Ist ja auch schon Level 10 gewesen? Hier irgendwo war noch eine Kanone gewesen. Ja, auch also alle Level 10. Finde ich auch schon mal gut. Zumindest ziemlich weit geupgradet. Deine Kasernen sehen natürlich allerdings wieder mal katastrophal aus. Eine baust du gerade auf 10 weiter wieder aus. Du hast ja schon eine auf 10. Da würde ich empfehlen, zieh die anderen beiden auch gleich mit nach. Solltest du tun. Es kann zumindest nicht schaden. Gut, Monster 183Z im Clan Monster Clash. Monster Clash, jetzt habe ich meinen. Nee. Lustig. Monster Clash. 15 Member, 7333 Pokale. Eventuell können. Ja, das ist das Ätzende, weißt du? Du musst unglaublich lange suchen wieder. Bis du irgendwann was gefunden hast an Gegnern. Ach, an Gegnern, an den Clan-Leuten. Aber hier sind nicht so viele, das finde ich also schon mal gut. Da kann man schon mal gucken, ganz kurz. Monster 100, irgendwas heißt der. Sollte man recht schnell finden, das sollte kein Thema sein. Nee, anscheinend wirklich nicht mehr drin. Doch, hier ist er. Ja, hat sich ein bisschen geändert, die Anzahl von 15 Membern auf 6 runter. Und von 7333 Pokalen auf 3692. Ihr habt ein bisschen nachgelassen. Minimal. Ja, seine Truppen sehen schon mal ganz gut aus. Er hat natürlich noch keine Drachen für Rathaus Stufe 7. Auch recht wenig gefarmt für diese Stufe. Für Level 62. Ja, okay. Ja, dann schauen wir uns mal das Design an. So alles in allem würde ich so, wie auch vielen anderen den Tipp gebe, so ein bisschen die Gebäude noch einen Tick weiter verteilen, weil hier können sie nämlich schon direkt vor der Mauer spawnen. Und wenn da direkt Mauerbrecher vor der Mauer spawnen, das ist etwas ungünstig, würde ich vielleicht das Armeelager einen Tick nach unten verschieben. Oder zwei Ticken. Genauso wie auf der anderen Seite. Ansonsten sieht das Äußere schon mal gut aus. Drei Bauhütten schlafen von dir, das geht gar nicht. Auf dieser Ratostufe darf kein Bauarbeiter schlafen. Niemals. Niemals darf da ein Bauarbeiter schlafen. Der muss immer aktiv sein, denn dein Gebäude ist noch sowas von günstig, dass du da noch alles upgraden kannst ohne Problem. Solltest du natürlich farmen nebenbei, sonst wirst du leider nicht zu einem richtigen Clasher. Ja, ansonsten hier fehlen noch zwei auf Level 6. Ja, mal, die beiden sind noch auf Level 5, genau. Die beiden Armeelager. Dein Labor forscht aktuell auch nichts. Das glaube ich nämlich nicht, dass du auf Level 7 schon alles fertig hast. Dir fehlt es einfach an Ressourcen. Und da empfehle ich dir einfach mal zu farmen. Du hast jetzt schon 2000 Bauern zerstört, aber gerade mal 31 Millionen Gold und Elixier gefarmt. Das ist jetzt etwas wenig. Aber schon eine ganze Menge Minenwerfer kaputt gemacht. Und viele, viele Sterne und trotzdem
kaum was an Ressourcen gefarmt. Das finde ich ein bisschen traurig eigentlich. Tu es auf jeden Fall. Deine Bauarbeiter dürfen eigentlich niemals schlafen. Nie. Nie dürfen sie schlafen, bis die Gebäude wirklich abartig teuer werden. Ansonsten kann ich hier nicht viel zu sagen. Sieht ansonsten gut aus. Die beiden Luftabwehre, ja, kann man so lassen. Ja, wüsste ich jetzt auch keinen besseren Platz dafür. Sieht gut aus. Okay, wollte ich lassen so. Und ja. Auf jeden Fall empfehle ich dir zu farmen und deine Gebäude zu upgraden. Du hast drei Beuten, die schlafen, sowas geht gar nicht. Da kriege ich Pickel überall, weil geht gar nicht. Okay, Florian the Cheat in Clan Queen und Co. Ja, relativ wenige Leute, die nachträglich ihren Clan-Kürzel gepostet haben. Heißt also, ich muss hier suchen. Aber es gibt glücklicherweise hiervon nur einen. Florian der Cheat. Ein übrigens sehr toller Name. Du bist ja aber leider nicht mehr drin, ne? Schade. King of Queens. King and Queens hat sich hier ein Clan genannt. Leider bist du nicht mehr drin, Florian. Deswegen gerne in die Kommentare, wenn du einen neuen Clan hast. Kevin im Clan Northern Swords 2. Ach, schwierige Namen teilweise. Northern Swords 2. So, Leerzeichen? Ne, kein Leerzeichen. Gibt es glücklicherweise davon auch noch einen. Der Kevin muss hier irgendwo drin sein. Da ist der Kevin. Schauen wir mal, ob hier vielleicht noch ein zweiter Kevin existiert. Kevin D, das müsste aber nicht sein. Wir haben ja mittlerweile auch schon drei Davids in meinem Clan drin. Das ist krank, also weiß nicht, wer ist. Und ich finde, wie schon öfters gesagt, diese Doppelbesetzung von Namen nicht ganz so optimal. Gefällt mir nicht. Gut, er hat schon mal Valkyren, das heißt seine dunkle Kaserne schon mal auf Level 3 ausgebaut, wenn ich mich nicht irre. Ja, seine Truppen sind halt für Ratestufe 8. Ja, er ist noch im Ausbau. Er sollte noch im Ausbau sein. Sein Barbarenkönig ist gerade mal Stufe 1, das ist jetzt noch nicht ganz so toll. Der beschützt sich um das Rathaus, was natürlich wahrscheinlich, wenn ja sogar Teslas davor stehen, hier sind zwei Teslas wahrscheinlich, so als, leichtes Rathaus, so als Trap, und dann kommen da Teslas raus, zerstören die Truppen und der Gegner muss mehr setzen. Da ist schon mal gut gemacht, wenn du es so haben solltest. Ansonsten finde ich das Design jetzt nicht ganz so toll, weil so viele Abteile wieder sind. Diese Kacheln, Kacheldesign schön und gut, aber ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, weil du hast fast jedes Gebäude einzeln eingemauert. Aber okay, wenn du mit der Mauer sonst nichts machen kannst, dann würde ich es auf jeden Fall so lassen, wenn es dir gefällt. Drei Bauten hast du zumindest alle am Verarbeiten. Huch. Drei Goldlager, die zur Hälfte wahrscheinlich voll sind. Ja, zur Hälfte alle. 1,5 Millionen Gold. Dann, was upgradest du eigentlich? Hat der Minenwerfer hier, der neue, der frische. Dann, was upgradest du sonst noch so? Ah ja, hier ein Armeelager, das hier unten. Und dann bestimmt noch ein Armeelager. Genau, hier beide Armeelager. Immer wenn du die Bauarbeiter nicht siehst, kannst du dir eigentlich sicher sein, die sind am Armeelager. Ja, deine Kaserne, wie gesagt, die solltest du auch noch upgraden. Wie bei vielen anderen gesagt, solltest du noch upgraden. Und ja, Luftabwehr steht gut. Die steht jetzt auch nicht so weit auseinander. Die Magetürme beschützen zumindest schon mal alle Ressourcenquellen. Aber die Mörser stehen, weiß ich nicht, die stehen irgendwie ungünstig, weil die verteidigen so viel unsinniges Zeug. Also, da würde ich vielleicht die Minenwerfer mit dem hier tauschen, mit dem Bogenschützenturm. Die beiden tauschen. Genauso wie... Ja, wie würdest du das denn hier machen? Vielleicht irgendwie mal versuchen, die Basis symmetrisch zu halten, damit du weißt, wenn du was links änderst, kannst du es auch rechts ändern. Aber wie gesagt, du wirst ja keine Mauer mehr haben. Deswegen kannst du vielleicht mal versuchen, so ein paar Mauern wegzunehmen. So ein paar Mauer, hier zum Beispiel sowas hier. Oder hier sowas, weiß ich nicht, muss mal gucken. Das, was dir am besten gefällt, raus. Oder was dir halt nicht gefällt, dann halt raus. Und hier so die restlichen, vereinigen, wie auch immer, hier diesen kleinen Stück, damit hier hinten halt das symmetrisch hast und am meisten wieder die Gebäude da auch noch setzen kannst, damit sie optimal sind. Weil ich finde, der Mörser hier ist ein bisschen verschwendet, weil wenn die Barbaren hier sind, kann der Minenwerfer nichts machen. Und er würde so viel Angriffsfläche da hinten haben, wo einfach keine Einheiten gesetzt werden. Sie werden ein bisschen weiter vorne gesetzt, also ist da einfach das Potenzial vom Minenwerfer so ein bisschen verschwendet. Gut, ansonsten mag ich das Dorf, du hast ziemlich viel ausgebaut. Zumindest von den Sammlern her. Schweinehatter hast du auch schon ein paar. Ja, und ansonsten, ja, sollst du auf jeden Fall noch die ganzen Gebäude upgraden, verteidigungsmäßig, weil Verteidigung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Okay, Leute, das war's wieder gewesen mit einer weiteren Folge von Ducky's Dorfbewertung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bewertet werden wollt,
gerne in die Kommentare euren Ingame-Namen und euren Clan-Kürzel. Nicht den Clan-Namen, weil der interessiert mich einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust. Selbst wenn ihr einmalig seid, schreibt auch bitte den Clan-Kürzel. Es ist für mich am einfachsten. Ich muss dann nicht vielleicht doch Rätsel raten, falls mehrere Kläne in der Zeit erscheinen sollten. Und ja, deswegen auf jeden Fall freue ich mich auf neue Anfragen und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Part von den Dorfbewertungen. Bye, bye.